Guten Abend, meine Damen und Herren. Der zurückgetretene Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, ist heute Mittag in einem Genfer Hotel tot aufgefunden worden. Erste Meldungen, nach denen sich der CDU-Politiker erschossen haben soll, wurden von den Schweizer Beamten nicht bestätigt. Es seien keine Spuren von Gewalteinwirkung, insbesondere keine Kugel, vorhanden. Die Todesursache ist demnach völlig offen. Nach Informationen der Kieler CDU-Fraktion soll ein Autopsiebericht möglicherweise noch heute Nacht vorgelegt werden. Barschel war gestern auf dem Rückflug von seinem Urlaubsort auf Gran Canaria allein in Genf angekommen. Er hat sich dort möglicherweise mit einem Informanten getroffen, der ihn in der Kieler Affäre entlasten sollte. Aus Genf berichtet Jochen Waldmann. Im exklusiven Hotel Beau Rivage am Genfer Seeufer hatte sich Barschel gestern das Einzelzimmer 317 genommen, nachdem er am Nachmittag von Gran Canaria kommend auf dem Genfer Flughafen eingetroffen war. Ein Mitarbeiter der Illustrierten Stern, der mit ihm verabredet war, fand Barschel tot im Badezimmer. Die Tür zu Barschels Zimmer war nicht geschlossen gewesen. Am späten Nachmittag wurde die Leiche des früheren Ministerpräsidenten zur Autopsie abtransportiert. Polizeioffizier Marcel Carrara teilte am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz mit, es sei alles offen, die Polizei habe keinerlei Hinweise, warum Barschel in Genf einen Zwischenstopp eingelegt habe und ob er sich mit einem Mittelsmann habe treffen wollen. Morgen soll das Ergebnis der Autopsie mitgeteilt werden. Wie starb Uwe Barschel? Einiges dabei scheint mysteriös, die Polizei gibt kaum Hinweise. Polizeioffizier Carrara sagte vorhin bei der Pressekonferenz, es sei alles möglich. Mord, Selbstmord, aber auch ein natürlicher Tod. Fest steht, so der Polizeioffizier, nur, dass Barschel nicht durch Schüsse getötet worden ist. Es wurde in dem Zimmer kein Blut gefunden, es wurden keine Schussspuren gefunden. Das Zimmer, so der Polizeioffizier, war tadellos in Ordnung. Die Tür war ebenfalls nicht zerstört.